Am 12. September geht's los. Mit Beginn des neuen Schuljahres startet die neue Buslinie 69 zwischen Peinten und dem Deuerlinger Bahnhof. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Markt Peinten, dem Landkreis Kelheim und dem RVV ermöglichte die Einführung der neuen Buslinie. Ja, Martin, also herzlichen Dank, wirklich ein großes Dankeschön an dich und den Landkreis Kelheim für die Unterstützung, sonst hätte man diese Linie 69 an den Deuerlinger Bahnhof nie bekommen. Also für uns ist es ganz wichtig, dass wir Peinten unterstützen und die Bürgerinnen und Bürger kurze Wege und schnelle Wege. Tja, wenn ich da mal sagen darf, was wir für Zeiten haben, wann wir losfahren. Du, jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, jetzt seid ihr gerade vorne, schauen wir aus. Möchtest du mit anschauen? Ich nehme das mit. Ja, ich nehme das mit. Unter der Woche fährt der Bus dreimal täglich von Peinten zum Bahnhof Deuerling. Nachmittags werden die Peintner zu 4 Uhrzeiten vom Bahnhof abgeholt. Da fahr ich jetzt gleich mal mit. Ich probier's jetzt gleich aus, was soll's. Ich fahr ins Landrat zusammen, verstehst? Weil einer muss auch arbeiten. Ja, super, dann machst du das. Gute Fahrt. Ja, danke dir. Vierte, servus. Grüß Gott. Grüß Gott. Einmal von Bollen auf Rengsburg, bitte. Jawohl. Im Normalfall ist ein barrierefreier Niederflurbus im Einsatz. Möchten Sie als Rollstuhlfahrer sicher gehen, dass der Bus auch wirklich barrierefrei ist, können Sie unter der eingeblendeten Nummer bei der Firma Sammler nachfragen. Einmal oder 20 für Herrn Gerwitt? Nein. Von den 3 Haltestellen in Peinten fährt der Bus direkt in weniger als einer Viertelstunde zum Bahnhof in Deuerling. Ja, wir haben jetzt geplant, also das läuft jetzt bis zum Dezember 2019. Also wir haben jetzt über 2 Jahre Testphase. Und der fährt halt jetzt halt dreimal unter der Woche, fährt er praktisch einwärts der Bus. Und jetzt kommt halt darauf, dass die Leute mitfahren und dass man das dann zum Schluss, dass es rendiert, dass wir dann nachher wieder weiterfahren können. Während der Testphase kann das Angebot weiter verbessert werden. Die aktuellen Abfahrtszeiten der Buslinie sind so gewählt, dass ein direkter Anschluss an den Bahnverkehr erreicht wird. Die gesamte Fahrt vom Peintner Marktplatz zum Regensburger Hauptbahnhof dauert deshalb nur 35 Minuten. Für euch ist eine tolle Sache, ihr könnt zum Einkaufen fahren, Schüler, Studenten können auch reinfahren, die nicht arbeiten, haben mal kein Auto und natürlich auch für die Senioren, wenn sie mal zum Spezialisten auf Regensburg rein müssen. Nächster Halt, Regensburg Hauptbahnhof. Egal ob ins Donau-Einkaufszentrum, zum Arzt, in die Uni oder zum Bummeln in die Regensburger Altstadt. Der Hauptbahnhof ist der optimale Ausgangspunkt. So, jetzt bin ich im Regensburger Hauptbahnhof angekommen und ein paar Meter und jetzt bin ich an der Albertstraße am Busbahnhof. Von da aus komme ich jetzt überall hin, wo ich will. Die neue Buslinie liefert 3 Gründe, um das Auto in Zukunft stehen zu lassen. Man muss sich keine Sorgen um einen Parkplatz machen. Man steht nicht im Stau und reist auch noch umweltfreundlich. So, jetzt bin ich wieder daheim. Mittag frei, wenn möglichst viel das Angebot einmal ausprobieren darf. Weil in unter 35 Minuten auf Regensburg, das ist schon eine super Sache. Wir werden dazu auch noch ein paar Gewinnspiele machen. Aber lasst euch überraschen.